Boah. Da sparen wir uns die Worte für später. Ja. Bitte schön, der Herr. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Ja. Darf ich vorstellen, Frau Wendeler-Horz? Ja. Hallo. Manfred aus Frankfurt. Hallo, mein lieber Manfred, da bin ich natürlich der Horst. Frankfurt ist groß, Frankfurt ist aufregend. Man sagt immer die Finanzmetropole. Ne? Ist auch so wahr. Ist auch so wahr. Was hast du beruflich gemacht oder machst? Ich bin Pensionär und vorher war ich Gerichtsvollzieher gewesen. Gerichtsvollzieher? Mhm. Dann hast du viele Dinge erlebt. Das ist wahr. Traurige, schöne. Ab und zu auch lustig. Ja, und ab und zu auch lustig. Ne? Ja, viele Jahrzehnte Tätigkeit. Mein Lieber, du hast ein tolles Armband mitgebracht. Das sieht sehr gut aus. Jetzt geht es auf die Waage. Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch was zusammenkommt. Von wo hast du das denn? Das ist von meiner Schwiegermutter, die schon leider verstorben ist. Und ich kann da jetzt nichts mehr mit anfangen. Also soll es weg? Und ja, soll es weg. Machst du irgendwas Schönes? Was macht ein Gerichtsvollzieher, wenn er in Rente ist? Oh, wir fahren in Urlaub. Und es soll dann wieder auch ein Kunststück für den nächsten Urlaub werden. Ja, lass uns darüber reden. Mhm. Meine liebe Wendela, es sieht sehr massiv aus. Kann aber auch sein, dass es schön dargestellt ist, dass es nach mehr Gewicht aussieht, als es ist. Naja, also das Armband wiegt 60 Gramm. Das ist eine Menge. Das ist nicht leicht. Nee, genau. Das ist eine Menge. Aber es ist trotzdem, wenn man so anschaut, ist man überrascht. Man erwartet sogar noch mehr an Gewicht. Mhm. Das macht einen sehr kompakten, sehr schweren Eindruck. Obwohl hier so ein bisschen für die Leichtigkeit diese durchbrochenen Unterbauten sorgen. Also es gibt auf jeden Fall vorneweg mal eine Punze, 585er Gold haben wir hier. Es gibt auch einen Hersteller, da gibt es ein Kürzel E und H. Das taucht immer mal wieder auf. Ich kann leider nicht sagen, wem es zuzuordnen ist. Ich könnte mir sehr gut hier einen Pforzheimer Fabrikanten vorstellen, es kommen ständig Schmuckstücke aus der Zeit, aus den 60er Jahren. Da könnte dieses Band entstanden sein. Kommen immer mal wieder auf den Markt mit diesem Kürzel. Bisher konnte noch niemand sagen, wem es gehört. Wir werden sehen. Irgendwann wird jemand melden und sagen, das war der Ernst Heinrich. Zum Beispiel, ja. Die Gestaltung ist natürlich ganz typisch, wenn man hier diese oberen gitterartigen Strukturen sieht, da fallen mir sofort diverse Eingangstüren ein von verschiedenen Häusern oder auch manchmal so Gitter vor Fenstern oder Balkongeländer oder so, die schon in den späten 50ern oder auch eben in den 60er Jahren so gefertigt wurden. Und ganz charakteristisch natürlich auch diese fast aufgeschmolzenen, grob gekörnten Oberflächen, wie das eben dieser Unterbau hat. Und das Ganze, wenn man es von der Rückseite anschaut, kann man sehen, dass es wirklich ein zweiteilig oder eher dreiteiliger Aufbau von jedem einzelnen dieser 11 Glieder. Es gibt den Rahmen hier unten, dann gibt es das Gussteil hier, dieses gegossene Teil mit der gekörnten Oberfläche und dann hier oben nochmal dieses Gitter. Das ist eine sehr schöne Fertigung, relativ aufwendig, auch wenn es kein Einzelstück ist. Und vor allem haben wir hier auch eine Länge, die sehr gut verkäuflich ist. Das Armband ist ein bisschen länger als normal. Es sind 18,5 cm. Für diese breiten Bänder ist das doch üppig. Das passt also auch um einen nicht ganz zarten Arm. Was ja gut ist. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Was möchtest du haben dafür? Ja, 800 Euro. Ja, ich sag mal, 800 Euro erscheint mir jetzt fast wenig. Weil ich denke, 60 Gramm Gold, gut ist kein 750er, 585er, aber trotzdem, da kommt einiges an Gold schon zusammen. Wo liegt der genaue Wert des Goldstückes? 1.700 Euro, das ist das absolute Minimum. Denn das ist das, was Sie hier für das Material schon erzielen. Und für die Verarbeitung legen wir noch was drauf. Und dann sind wir bei ca. 1.900 bis 2.000 Euro. Ja, das ist doch sehr schön. Ich stelle mal sagen, der nächste Urlaub, da kann man mal einen Tag länger im Straßencafé sitzen bleiben. Genau, damit die Sparabteilung benutzen. Ja, bitteschön. Okay, danke. Dann viel Spaß bei den harten Verhandlungen. In Ordnung. Tschüss. Also dann, tschüss. Alles Gute. Ein Armband. Italien. Aus Gold? Glaube ich nicht, nein. Das kann granuliert sein. Das kann 585? Ja. EH gestempelt. Und sieht auch für mich sehr deutsch aus, tatsächlich. Ist durchbrochen gearbeitet. Mattiertes und glänzendes Gold. Ich würde fast schon sagen, satiniert. Sehr schön.
Also eine bestimmte Taktik habe ich nicht. Ich lasse das Schmuckstück dann für sich sprechen. Und so groß in den Verhandlungen wie auf dem Bazar bin ich auch nicht der Typ. Nur keine Sorge. Das Goldstück ist mindestens doppelt so viel wert als ursprünglich gedacht. Beste Ausgangslage also. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Herr. Schwarzes Armband. Ja. Finde ich schön. Hat schon sein Gewicht. Ja. Knappe 60 Gramm schwer ist es. Ja. 14 Karat. Mhm, so ist es. Zum Teil handgemacht. Die einzelnen Teile wurden gegossen. Ja. Und dann von Hand zusammengesetzt. Aber es ist sehr, sehr schön. Auch, dass es durchbrochen gearbeitet wurde, dass sie bis in die Haut durchkommt. Dann das satinierte Gold zusammen mit dem polierten Gold. Gibt einen schönen Reflex auf der Haut. Das gefällt mir. Und sieht so auch leichter aus. Das stimmt. Es wirkt leichter, als es ist. Das E und das H, diese Meisterpunze, weiß man, wer das war? Nein, konnte nicht festgestellt werden. Aber wahrscheinlich in Deutschland gearbeitet. Hat vermutet Pforzheim. Aber genau konnte es nicht sagen. Das E und H ist aber schon öfters aufgetaucht. Was ist denn der Goldankaufswert heute? 1700. 1700. Dann starte ich mit 1800. 1850. 2000 bei mir. 2050. 2-1. 2,150. 2,2. Jetzt wird die Luft dünn. 2,250. So teuer. 2,3 bei mir. Ich hätte es gern gehabt. Ich auch. Aber. Da muss man sich jetzt unterordnen. Man muss natürlich jetzt wirklich dazu sagen, dass wir hier sehr gute Preise zahlen. Wenn Sie zum Goldankäufer gehen und der Goldwert ist 1700, kriegen Sie zwischen 1400 und 1500. Und daher steige ich jetzt aus. Ich finde das wirklich ein sehr schönes Band und vor allem, es ist nicht oft getragen worden. Das ist noch so steif, ich glaube, das ist echt neuwertig. Toller Zustand, ja. Ja, es lag halt im Safe. Ich sorge dafür, dass es getragen wird. Wollen wir ein Geschäft machen mit 2300 Euro? Machen wir dann das Geschäft, ja. Super. Wirklich super. Das Goldarmband hat 300 Euro mehr als den maximalen Schätzpreis erzielt. Ein tolles Geschäft. Dann sind es 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 sind 2000. Und 50, 1, 50, 2, 50, 300. Vielen lieben Dank. Bitte. Viel Spaß damit. Werde ich haben, danke. Auf Wiedersehen dann. Okay. Tschüss. Das Band ist 50 Jahre alt und schaut aus wie neu. Unglaublich. Ja. Also ich war sehr überrascht, wie wir bei 1900 waren. Es ging immer dann zügig weiter. Und es war angenehm.